Permanent Creation, Brian Drokita, herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video einige grundsätzliche Aspekte der Kunsttherapie vorstellen. Das hat sich hauptsächlich daraus entwickelt, weil ich sehr viele Menschen kennengelernt habe, die die Meinung von sich haben, nicht kreativ zu sein. Und das ist manchmal eine sehr zementierte Meinung, die sich nicht so leicht auflösen lässt. Und deswegen hier ein paar kleine Hinweise, wie sie sich vielleicht auch auflösen ließe. Zum Ersten, was ist Kreativität überhaupt? Kreativität ist das lebendige Prinzip in der Welt, im Universum. Die Schöpfung ist kreativ. Wir sehen diese Filme im Fernsehen, Universum, in der Tiefsee, im Kosmos, im All. Wir sagen, die Schöpfung ist kreativ, aber wir nehmen uns selbst raus und sagen, ich bin nicht kreativ. Viele tun das. Und das ist nicht möglich. Man ist Teil der Schöpfung. Und dasselbe Prinzip, dasselbe lebendige Prinzip, das alles belebt, belebt auch einem selbst, uns selbst. Und wir sind Teil davon. Und wir können nicht kreativ sein. Das geht gar nicht. Das ist die gute Nachricht. Wir sind alle kreativ, wir sind alle Künstler, wir sind gestaltende Wesen, Künstler und Künstlerinnen, gestaltende Wesen. Wir können unsere Umgebung gestalten, wir können unser Leben gestalten, wir können unseren Tagesablauf gestalten, wir können ein Bild malen. Also Josef Beuys sagt, letztlich sind alle Fragen der Menschen Fragen der Gestaltung. Das ist die gute Nachricht. Wir sind schon Künstler, wir sind schon kreativ, wir könnten das gar nicht machen. Wir können Kreativität nicht erzeugen. Sie ist schon da, sie ist unser Geburtsgeschenk. Und wir gestalten unsere Leben immer. Entweder wir tun es unbewusst oder bewusst. Gestalten tun wir es sowieso. Die unbewusste Gestaltung wäre, wenn wir es automatisch tun, so wie wir es gelernt haben, so wie wir konditioniert wurden, so wie die Gesellschaft uns geprägt hat, so wie es unsere Eltern schon vor uns getan haben. Es wäre eine unbewusste, automatische Gestaltung. Kreative Gestaltung wäre eine bewusste Handlung. Das heißt, ein Beispiel zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin erschöpft, dann wäre eine unbewusste Gestaltung, na, ich gehe irgendwo ins Kaffeehaus, hol mir einen Kaffee, lese ein bisschen in der Zeitung und es wird schon wieder weitergehen. Das wäre so ein unbewusster Ablauf. Eine bewusste Gestaltung wäre, mich selbst wahrzunehmen, zu merken, ich bin erschöpft. Wie fühlt sich das an? Ehrlich zu sein, bitte, ist auch wichtig in diesem Bemerken. Und dann wäre die kreative Gestaltung, was kann ich für mich tun? Kann ich etwas an die frische Luft gehen? Kann ich mich auf eine Bank draußen hinsetzen? Kann ich mich vielleicht hinlegen, etwas ausschlafen? Brauche ich sonst irgendetwas? Wie kann ich für mich sorgen? Dann wäre es keine unbewusste Gestaltung mehr, sondern eine bewusste Gestaltung. Das wäre Kreativität. Ziel der Kunsttherapie wäre es also, uns mehr ins Sein zu bringen und uns mehr ins Bewusstsein zu bringen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine der Hauptschwierigkeiten, die wir damit haben, ist dieser ununterbrochene Gedankenstrom, der uns davon abhält, im Sein zu sein. Dieser Gedankenstrom setzt sich aus vielen einzelnen Gedanken zusammen. Das können relativ banale Gedanken sein, zum Beispiel ein Gedanke taucht auf, hat einen gewissen Inhalt, ah ja, das habe ich vergessen einzukaufen, das muss ich morgen wieder machen. Gedanke geht wieder weg, der nächste Gedanke taucht auf, oh, ich muss ja noch das E-Mail schreiben, das kann ich dann später auch noch erledigen, hat wieder einen gewissen Inhalt, geht wieder weg. Der nächste Gedanke taucht auf, hat wieder einen gewissen Inhalt. Diese Inhalte müssen gar nicht zusammenhängen. Und dennoch bilden sie einen ununterbrochenen Gedankenstrom. Und unsere Aufmerksamkeit, die unser höchstes Gut ist, ist wie gebannt und schaut in diesen Gedankenstrom wie eine Art Kopfkino. Und so setzt sich dann unsere Wirklichkeit zusammen, wenn wir diese Inhalte, die in diesem Gedankenstrom auftauchen, als das nehmen, was wir sind.
Das wäre an und für sich noch gar kein Problem. Es ist einfach der Zustand unserer Gesellschaft. Ich habe noch keinen getroffen, den es nicht so gegangen wäre. Das Problem, das dabei aber dennoch auftritt, ist, dass dieser Gedankenstrom sich zu sehr wenig Prozenten aus konstruktiven Gedanken, besteht, sondern eher aus automatisch ablaufenden Gedanken, die entweder bewertend oder beurteilend oder vergleichend sind. Das nimmt über 90% der Gedankentätigkeit in Anspruch und ist an und für sich nicht konstruktiv. Im Gegenteil ist es auch nicht, es ist nicht nur nicht konstruktiv, sondern es hat eine zerstörerische Tendenz. Es ist zum Beispiel einmal jemand in meine Kunsttherapie gekommen, hat einen Strich gemalt und dann ist er vor dem Strich gesessen und es ist so ein inneres Theater, sein inneres Gespräch losgegangen. Dieser Strich ist so finster, ich kann nicht mal einen Strich malen, ich weiß nicht, der ist so dick und grob und globig, ich kann eigentlich gar nichts. Wieso, in der letzten Zeit ist mir überhaupt nichts gelungen, wieso stehe ich in der Früh noch auf, das hat doch alles keinen Sinn, mein Leben hat keinen Sinn. Und er sitzt so 10 Minuten, dann kommt er zu mir und sagt, es ist so anstrengend bei Ihnen, ich muss wieder gehen. Aber eigentlich hat er nur einen Strich gemacht. Das Anstrengende war nicht die Tätigkeit, war nicht die Handlung, sondern die Art, wie er sich behandelt hat, wie er selbst sich behandelt hat während dieser Tätigkeit. Und diese bewertenden Gedanken haben etwas Destruktives. Ich möchte damit nicht sagen, dass der Verstand per se schlecht ist. Ganz im Gegenteil, der Verstand ist ein wunderbares Werkzeug. Man kann damit einen Dom bauen oder weiß nicht was. Es ist ein brillantes Werkzeug. Das Destruktive daran sind diese über 90% bewertenden, vergleichenden, diese Art von Gedanken, die uns nicht gut tun. Jemand hat es mal so ausgedrückt, wenn diese vergleichenden Stimmen, diese bewertenden Stimmen in meinem Kopf eine Person wären, dann möchte ich mit dieser Person nicht im gleichen Zimmer sein. Und das ist die Schwierigkeit, denn diese Person haben wir zwischen den Ohren. Das sind unsere konditionierten Programme. Das ist gar nicht einmal das, was wir sind, sondern das, was sich entwickelt hat im Lauf unseres Heranwachsens. Programme, die schon unsere Eltern bestimmt haben und die Art, wie wir aufgewachsen sind, unsere Erziehung, die Gesellschaft, die uns geprägt hat. Konditionierte Programme, die unser Leben bestimmen. Das ist die weniger gute Nachricht. Das, was wir sind, unser Sein, unser Bewusstsein, wird überlagert von diesen konditionierten Programmen, mit denen wir uns identifizieren. Und hier ist das Problem, aber auch gleichzeitig die Lösung. Denn die Lösung wäre, uns nicht damit zu identifizieren. Das heißt, wenn wir bei dem Beispiel mit diesem Strich bleiben, bei diesem Menschen, der hereingekommen ist und einen Strich gezeichnet hat und dann ist das innere Theater losgegangen ist, wenn er das glaubt, was in ihm für diese Programme ihm zuflüstern oder zurufen, dann hat er ein Problem. Dann ist das ernst, dann ist das sein Leben, er hat keinen Sinn mehr, es ist alles hoffnungslos. Wenn er das allerdings nicht glaubt, wenn er sagt, okay, das sind einfach nur alte Programme, die haben für mich jetzt keinen Wert mehr, und er macht einen gelben Strich dazu oder einen roten und einen grünen und er ist frei davon. Er ist in dem Moment frei davon, wenn er sich nicht mehr damit identifiziert. Das heißt nicht, dass er muss sie nicht wegkriegen, er muss auch nicht zurückschreien, er muss nichts damit tun. Er braucht sie nur nicht als seine Wahrheit annehmen. Das wäre schon die Befreiung. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, um von den konditionierten Programmen ins Sein zu wechseln. Der Schlüssel da ist unsere Aufmerksamkeit. Wir können worauf wir die Aufmerksamkeit richten, das wird lebendig. Wir können sie in den Gedankenstrom richten, dann wird sie da absorbiert. Oder wir können sie von diesem Gedankenstrom abziehen und irgendwohin anders richten. In den Tag heute, wir bemerken den Tag. Wir kommen in einen anderen Modus, wir kommen ins Spüren, wir nehmen wahr. Wir richten die Aufmerksamkeit in den Tag
ohne ihn zu etikettieren, ohne ihn zu verändern zu wollen oder bewerten. Wir nehmen ihn einfach nur wahr. Wir lassen die Aufmerksamkeit irgendwo anders hinkommen. Wir richten sie irgendwo anders hin, in den Raum, in dem wir uns befinden. Wir brauchen nicht immer in das Geplapper unserer Gedanken die Aufmerksamkeit zu richten. Wir können sie irgendwo anders hinrichten, sogar auf den Sessel, auf dem wir sitzen. Sitzt man da gut? Wie spürt sich das an, auf diesem Sessel zu sitzen? Und schon verlagere ich die Aufmerksamkeit in das Sein, in das Hier und Jetzt. Und dieses Hier und Jetzt ist der beste Ort für uns. Hier entsteht Kreativität, im Hiersein. Hier regeneriert sich unser Körper. Hier lockert sich unsere Kiefermuskulatur. Die Schultern können runtersinken. Wir kommen aus dieser permanenten Anstrengung heraus ins einfache Hiersein. Wir nehmen wahr, woraus dieser jetzige Moment besteht. Wir untersuchen den jetzigen Moment. Welche Geräusche sind hier? Was nehme ich wahr? Sind Menschen hier? Bin ich alleine? Woraus auch immer dieser Moment besteht, er bietet uns die Möglichkeit zu sein. Und dieser Eckhart Tolle meint, Leben findet immer im Jetzt statt. Dieser jetzige Moment, dieses Hiersein, verändert ein bisschen die Form. Er hat jetzt diese Form, etwas später riecht es nach Essen, es klappert das Geschirr. Es ist ein anderer jetziger Moment, aber es ist dann, wenn ich dort bin, wieder jetzt. Also ich habe immer die Möglichkeit, in das Jetzt zu kommen. Leider gibt es auch hier eine kleine Schwierigkeit, denn eigentlich haben wir eine gewisse Grundhaltung des Widerstands dem jetzigen Moment gegenüber. Wir nehmen an, dass unser Glück erst in der Zukunft stattfinden wird, wenn wir einen anderen Partner haben, einen anderen Job, was auch immer, mehr Geld, dann können wir diesen Moment vielleicht annehmen, aber der jetzige Moment, der aus dem besteht, was es ist, das kann es irgendwie noch nicht sein. Da ist noch zu unperfekt oder und wir haben eine gewisse Neigung, immer in das Nächste zu gehen. Diese Neigung ruht auch wieder von diesen Gedankentätigkeiten her, die im jetzigen Moment nicht überleben können. Diese konditionierten Programme können im Hier und Jetzt nicht überleben. Deswegen bildet sich immer irgendeine Neigung in den Gedanken, weil sie ja die Aufmerksamkeit wieder absorbieren wollen. Das ist ihr Treibstoff, daraus beziehen sie ihre Energie. Wenn wir die abziehen, tauchen irgendwelche Gedanken auf, die sagen, ja, aber das ist langweilig und was soll das alles man müsste doch wieder weiter und dann geht es wieder los mit den Gedanken. Das heißt, wir haben die Schwierigkeit, diesen Widerstand dem jetzigen Moment, dem wir den unbewussten jetzigen Moment entgegenbringen, zu überwinden. Und das ist möglich durch Freundlichkeit. Der Dalai Lama sagt, wenn man seine ganze Philosophie, alles um was es ihm so geht, auf ein Wort herunterbrechen würde, dann wäre das Kindness, Freundlichkeit. Das heißt, kann ich diesem jetzigen Moment freundlich begegnen? Egal, ich kann schauen, woraus besteht dieser jetzige Moment. Ich halte an, meine Gedankentätigkeit, wo auch immer ich gerade bin. Woraus besteht dieser Moment? Ich warte auf den Bus, es regnet ein bisschen, keine Ahnung, irgendein Moment. Ich nehme ihn wahr und dann käme der Zusatz, darf das so sein? Darf ich diesen Moment freundlich geschehen lassen? Und das wäre die Aufgabe, uns diese Frage zu stellen, immer wieder, wenn wir den jetzigen Moment untersuchen, können wir dem Leben freundlich gegenüber sein? Ist das Leben unser Freund oder unser Feind? Das bedeutet, diesen jetzigen Moment nicht zu bewerten, sondern ihn zuzulassen. Und das bedeutet auch, uns selbst zuzulassen, denn wir sind Teil dieses jetzigen Momentes. So wie ich jetzt gerade bin, was auch immer gerade in mir ist, kann ich auch dem gegenüber freundlich sein. Zum Beispiel bin ich gerade erschöpft. Darf das sein? Ich nehme mich wahr, ich nehme den Moment wahr, im Außen, aber auch im Innen. Ich nehme mich wahr und bemerke,
Traurigkeit, ich bemerke Widerstand, ich bemerke Angespanntheit, was auch immer. Darf das so sein? Darf ich dem auch erlauben zu sein? Erst durch das Erlauben, dass Dinge so sein können, wie sie sind, können wir tiefer reinsinken in diesem Moment. Und dann ein Frieden breitet sich aus mit dem, wie es ist. Ich kann einfach hier sein, so wie ich bin, so wie der Moment ist. Und das ist die beste Basis für Veränderung. Denn hier findet uns das Leben, findet uns die Intelligenz des Lebens und versorgt uns mit Ideen, versorgt uns mit Impulsen. Hier beginnt die bewusste Kreativität. Hier kann ich den Impulsen folgen, hier kann ich für mich sorgen, hier kann ich gestalten. Und das ist eine Übung, man kann das nicht können. Es bedeutet immer wieder anzuhalten, wahrzunehmen, was ist im Innen, was ist im Außen, ehrlich sein, das was ist, ist. Darf das so sein? Darf ich dem erlauben, dass es so ist, wie es ist? Und dann kann ich auch in die Veränderung gehen, kann sagen, na, ich möchte jetzt so und so. Also ich kann hier ins Gestalten kommen. Und diese Übung wird für den Rest unseres Lebens sein, denn immer wieder zieht uns etwas in die Gedankenströme, aber immer wieder haben wir auch die Möglichkeit, hierher zu kommen, in diesem Moment und in unser bewusstes Sein. Ein anderer wesentlicher Aspekt der Kreativität ist Interesse. Ich möchte auch das etwas vorstellen. Jemand, Mihaly Csikszentmihalyi, ein ungarischer Kreativitätsforscher, hat einen kreativen Ablauf genau untersucht und er hat vier Punkte dabei herausgefunden. Der erste Punkt wäre Interesse, der zweite Punkt wäre eine unbewusste Phase, der dritte Aspekt eine bewusste, sogenannte Aha-Phase und der vierte Aspekt eine Ausarbeitungsphase. Also beim ersten Punkt Interesse, etwas aus den unterschiedlichen menschlichen Domänen beginnt uns zu interessieren. Also das kann sein Kochen, Mathematik, Kräuterheilkunde, was auch immer. Das löst etwas aus, etwas sinkt ins Unbewusste, verbindet sich hier mit der Intelligenz des Lebens und kommt als Aha-Erlebnis wieder zurück. Albert Einstein hat einmal gesagt, beim Rasieren fallen ihm immer die besten Dinge ein. Er ist Physiker, steht vor seinen physikalischen Problemstellungen und dann kommt er nicht weiter. Aus irgendeinem Grund kann man sich das auch nicht ausdenken. Wenn man nicht weiterkommt, man steht in einem kreativen Prozess oft mal an und kommt einfach nicht weiter. Und dann geht sich Albert Einstein rasieren und plötzlich beim Rasieren kommt ihm ein Aha-Erlebnis, hey, du brauchst das ja nur miteinander verbinden und es geht schon wieder weiter. Aber das konnte er sich eben nicht ausdenken, das ist aus der Intelligenz des Lebens durch ihn als Lösung zur Welt gekommen. Und das ist ein kreativer Vorgang, etwas Neues kommt durch uns zur Welt. Das Leben benutzt uns als Formen, um sich selbst auszudrücken. Das Interessante bei diesem Vorgang, bei dieser lebendigen Kreativität ist, es braucht Interesse dafür und Interesse ist die Initialzündung. Ohne Interesse rutscht nichts nach unten, kommt nichts wieder hoch, der ganze lebendige Vorgang würde nicht passieren. Und ein anderer wesentlicher Aspekt ist, wir sind wie Formen, durch die das Leben sich ausdrückt und wir sind alle unterschiedliche Formen. Durch jeden von uns kommt etwas anderes zur Welt. Und das, um was es ist, das finden wir am besten über das Interesse. Also wenn jemand in einer Neuorientierungsphase ist, wenn jemand ein kreatives Leben leben möchte, dann kann er das nicht machen ohne Interesse. Das bedeutet sich dann wirklich diese Fragen zu stellen. Was zieht mich an? Und das sind lebendige Fragen. Das sind keine Fragen, die man mental wissen kann und damit ist irgendwas erledigt. Das ist ein lebendiger Prozess. Wenn etwas mich anzieht, ist es fast wie ein physischer Zug. Ich spüre Interesse zu irgendetwas und ich folge diesem Interesse. Und
dieser Monkey Mind, dieser plappernde Verstand, wird sehr bald wieder Gründe finden, warum das nichts bringt oder zu anstrengend oder zu langweilig oder tausend Gründe finden, warum das nicht interessant ist. Deswegen ist es wichtig, auf diesen lebendigen Zug zu hören und dem eine Chance zu geben, dem mal nachzugehen und zu schauen, wohin bringt mich denn so ein lebendiger Zug? Ein weiterer Aspekt, die Kreativität zu fördern, wäre Sanftheit. Das heißt, Kreativität ist etwa wie ein inneres Kind zu behandeln. So sanft wie möglich. Möchte ich überhaupt etwas tun heute? Wie lange möchte ich etwas tun? Was brauche ich dabei? Möchte ich vielleicht eine angenehmere Atmosphäre haben, während ich das tue? Das bedeutet, so gut wie möglich zu sich selbst zu sein während des kreativen Prozesses. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Kreativität, eine Orientierung in kreativen Prozessen, ist die Freude. Julian Schnabel, ein US-amerikanischer Maler, Filmemacher, Bildhauer, hat gemeint, follow the enthusiasm, was so viel bedeutet wie im künstlerischen Schaffen, geht er dorthin, wo es wirklich cool ist, also was ihm wirklich freut. Also Enthusiasmus ist ja auch vom Wortstamm entheos, in Gott, sagt ja schon mal sehr viel über den Zustand aus, in dem man sich dann befindet. Da kann man nicht wirklich etwas falsch machen. Auch Inspiration in Spirit sagt uns auch schon sehr viel über diese Art der Energie, in der wir uns da befinden. Und die Freude ist ein wesentliches Orientierungsmerkmal. Auch zum Beispiel beim Impro-Theater hat John Britton, ein englischer Impro-Theater-Workshop-Leiter, gemeint, pursue pleasure. Man befindet sich zum Beispiel auf der Bühne mit anderen in einem Ensemble und man spielt Impro-Theater. Man weiß nicht, was als nächstes kommen wird. Und man sollte besser nicht das Publikum unterhalten oder etwas zu tun, was man glaubt, dass dem Publikum gefallen würde, sondern die Aufgabe des Künstlers oder der Künstlerin ist, sich selbst während dem künstlerischen Akt Freude zu bereiten. Das heißt, finde ich mich in irgendeiner Tätigkeit wieder, die mich langweilt oder anstrengt, dann kann ich das sofort bleiben lassen, denn ein Publikum würde sich keinen Künstler anschauen, der langweilig oder angestrengt da irgendetwas agiert, das er gar nicht tun will. Das heißt, es ist meine Aufgabe zu schauen, was finde ich denn spannend, und wenn ich es jetzt gerade nicht spannend finde, was ich tue, dann sofort bleiben lassen. Die Aufgabe ist, etwas zu finden, was mir mehr Freude bereiten würde. Und so kann ich mich mit der Freude durch künstlerische Prozesse navigieren. Aber wie immer gelten diese kreativen Prinzipien nicht nur für kreative Tätigkeiten, sondern auch für das alltägliche Leben. Das heißt, auch in unserem alltäglichen Leben können wir schauen, was freut uns eigentlich? Haben wir Freude an gewissen Tätigkeiten, die wir tun? Oder tun wir sie, weil wir sie tun sollten? Meiner Beobachtung nach gibt es zwei verschiedene Handlungsstränge, nach denen menschliche Tätigkeiten sich orientieren. Entweder ich tue etwas, weil ich es tun will, oder ich tue etwas, weil ich es tun sollte. Alle Tätigkeiten, die unter dem Zeichen sollte laufen, sollten wir uns sehr genau anschauen, denn hier ist die Konditionierung wieder stark vertreten. Sollte ist, ich sollte zu dem verwandten Geburtstag Besuch gehen, weil das man ja so macht, weil man ja ein guter Mensch ist, weil man ja andere nicht vor den Kopf stößen macht. Ich mag vielleicht da nicht hingehen, ich will es nicht, aber ich gehe hin, weil ich es sollte, weil das genau so drückt sich Konditionierung aus. Und interessanterweise, als eine Art Naturgesetz, immer wieder, wenn man solche Energien folgt, bemerkt man, dass diese Energien
eine absterbende Tonalität haben. Das endet, das wird immer unlebendiger. Wohingegen Dinge, die mich freuen, die ich tun will, da liefert das Leben gleich die Energie mit und das Ganze geht in eine lebendige Richtung, die immer inniger wird.